letzten Video schon vom Föhnflöte. Und da hatte ich euch gezeigt, wie gut das Föhnflöte hilft, um die Ohren zu kämmen. Und noch leichter wird es dann, wenn ihr zusätzlich das Liquid Leave-In Conditioner nehmt. Den. Jetzt heißt es ja auch irgendwas mit Serum. Also es hat einen neuen Namen bekommen. Ist aber immer noch dasselbe. Und ja, also wir hatten ja hier, das ist noch derselbe Tag wie das andere Video, deswegen kann ich das jetzt gut zeigen. Ist halt nur extra, damit die Videos nicht so lang werden und damit sie auch besser wieder zu finden sind für euch, damit ihr wisst, wo ihr welches Produkt eben seht. Also wir hatten im letzten Video bei dem Föhnflöte gezeigt, wie leicht das Ohr zu kämmen ist. Und heute möchte ich euch an dem Ohr zeigen. Wie gesagt, in der Realität ist derselbe Tag. Wie viel leichter es eben wird, wenn ich das hier Liquid mit dran mache. So, das heißt, ihr sprüht aus sicherer Entfernung das drauf, passt auf, dass es nicht in die Augen gerät. Und mit der Softbürste wird dann erst wieder vorgebürstet. Die Lena ist sehr gut gepflegt, deswegen reicht die Softbürste im Normalfall aus. Sollten sich jetzt doch hier und da noch richtige Filze herausstellen, dann nehme ich auch mal die Slickerbrush zu Hilfe, aber eben nur speziell an diesen Filzen. So. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist gut vorgebürstet, dann nehmt ihr den Kamm und fangt an, das Ganze zu kämmen. Ich glaube, das Ohr ist fast ein bisschen knotiger als das andere. Bei dem anderen ging das so super gut durch, obwohl ich da gar kein Liquid-Spray genommen habe. Hier ist es jetzt ein bisschen schwieriger, trotz des Sprays. Ich mache die Spitze hier nochmal speziell. Nehme jetzt auch mal die Slickerbrush. Also die, nicht die Soft, mit der Soft kommt man an dieser Stelle auch nicht weiter. Die Soft ist ganz gut als Variante zur... Doch, Soft ist das auch, Slickerbrush Soft. Als Variante zu der anderen Softbürste kann man auch die Slickerbrush Soft nehmen. Das ist dann Empfindungssache. So. Ja, gerade die Ohrenspitzen, die sind beim Cocker Spaniel immer schwer zu pflegen. Und das sind oft dann die Knoten. So, und hier oben sieht man aber, hier wo es besser gepflegt ist, wie super ich da durchkomme, obwohl ich da nur gebürstet habe bis jetzt. Und hier hinten ist jetzt wieder ein Knoten. Also ihr seht schon, die Kombination der Produkte macht es eben. Also man kann nicht sagen, hundertprozentig so, das eine Produkt ist jetzt mega für alles, sondern die Kombination bringt es. Also das Föhnflöte, das ist super, schon vorher reinzumachen vor dem Föhn, das hilft dann schon bei der Kennbarkeit deutlich, bei leichten Knoten und so. Braucht man dann auch nicht mehr, keine weiteren Produkte anwenden. Wenn aber dann so Knoten sind, wie jetzt hier das eben war, so Filze, dann ist es natürlich empfehlenswert, noch zusätzlich das Liquid, den Liquid Leave-In Conditioner zu verwenden. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, dann lasse ich eben das Föhnflöte weg und nehme nur den Liquid Conditioner, ist auch nicht unbedingt die Lösung, weil die Kombination macht es wirklich aus. Also ich habe das auch schon probiert, nur den Silk zu verwenden. Und bei bestimmten Verknotungen hilft der alleine eben dann auch nicht. Deswegen am besten einfach alles im Haus haben und dann je nach Bedarf verwenden. Das ist immer das Allerbeste. Also das Föhnflöte kann man ja immer reinmachen vorm Föhn. Wenn es nicht hilft, dann schadet es auch nicht. Nein, das hilft aber immer. Und dann kann man eben nach dem Föhn schauen, brauche ich jetzt noch was anderes oder reicht das Föhnflöte aus? Kommt halt wirklich auf die Lage der Knoten an. Ist ja dann auch unterschiedlich, wenn man viel draußen war im Wald. Ist es vielleicht verknoteter, als wenn man mal eine Woche lang nur im Feld war oder nur in der Stadt war. Und schon muss man die Produkte entsprechend anpassen, die man zu Hilfe nimmt. Aber ihr seht,
Es ging jetzt alles trotzdem super raus und da kann ich auch wieder nur sagen, wer einen Cocker Spaniel hat, der weiß, wie schwierig es ist, die Ohren zu kämmen. So, und die Kombination hat es jetzt geholfen, dass wir ruckzuck das Ohr durch hatten. Doch hat's. So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch auf Telegram in meiner Gruppe begrüßen dürfte, dass wir uns dort weiter austauschen können. Gerne schreibt mir auch Kommentare unter dieses Video, was ihr von diesem Video haltet, was ihr vielleicht noch sehen möchtet, zu was ich dann noch Videos machen soll. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.